Dann haben wir auch gleich alles direkt geschlossen hier. Ja. Hunde mag ich irgendwie lieber als Katzen. Katzen haben wir es auch, aber Hund ist besser. So. Schauen wir mal wegen dem Buchhändler. Da oben. Das ist anders, das ist neu. Oder muss ich hier am Fluss den Weg hoch oder was? Oder wann ist nach oben? Ich habe keine Ahnung. Na gut, gehen wir mal Abigail besuchen. Habe ich hier noch was? Nee. So. Da oben steht sie ja in der Küche. So, Abigail. Oh, das ist genau meine Farbe. Danke, Markus. Gerne. Ach, einmal quatschen können wir noch. Ich werde definitiv bei der morgen mit dabei sein. Du auch? Selbstverständlich. Es ist ein schöner Tag. Ja. An Tagen wie diesen helfe ich Evelyn gerne mit den öffentlichen Gärten. Ja, mach das mal und geh weg. Sie ist rüstig für ihr Alter, aber ich bin mir sicher, sie weiß jede Hilfe zu schätzen. Gehen wir so rum. Ach so, das mache ich da. Da kann man auch raus, oder was? Evelyn lässt nur ihre Freunde hier rein. Na gut. Okay, gehen wir in die Mine. Ach, mit E kann ich auch das Inventar öffnen. Na gut. Ich habe bis jetzt immer Escape gedrückt, aber egal. Das Feld können wir auch noch mal ein bisschen bearbeiten hier oben. So. Vielleicht schaffen wir es ja heute auf 20. So, hier. Hm.
Ah ja. Den Stein da nehmen wir mit. Ah, einmal Kohle ist auch gut. So. Sehr schön. Zwei da dann schon. Drei da dann. Okay. Reisspross, Pflanze im Frühling. Okay. Das kommt eben weg. Dann kann ich das da mitnehmen. So. Das kommt auch mal weg. Die Hoden können wir auch immer gebrauchen. Die Saat kommt weg. Sehr schön. Ja, ah, noch ein Abendtest für nächste Woche wahrscheinlich erst. So. Inventar voll. Na gut. Oder? Ah ne, Schleim kommt weg. So. Mal schauen, was wir hier unten finden. Noch Kupfer. Das läuft hier ja wie am Schnürchen. So, den da oben auch. Ist nur ein Schleim, naja, egal. Und keine Leute nach unten oder was? Ah, doch hier.
Aber ich muss nach Hause gehen. Mine verlassen nützt alles nichts. Kann ich gleich immer noch den Reis anpflanzen? Ach ja. Na komm. Wir sind ja gleich da. Langsam, wie wir jetzt im Gebüsch sind. Gut. Wir essen mal eine Eure, die Prädipatier. Einmal Reis, einmal gießen. Und pennen gehen. Okay. Ach ja, morgen ist das Eierfest. Lebenselixier und plus 5 Leben. Okay. Dann kommt das Zeug hier rein. Ach ja, wir können einmal schnell gießen. Wahrscheinlich fängt das erst um 9 an oder so. Ich kann er noch einmal befüllen. Und rein da. Ach, der Hund. Was soll's? Ambas Schale. Gut. Das Zeug hier nehmen wir auch noch schnell mit alles. Nein. So, das lagern wir alles schön ein. Na gut, hier auch noch.
Ach ja. Komm später zurück. Ich glaube, um 9 war das. Dann warten wir uns kurz. Feuerfest hat begonnen. So, einen Moment. So. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Jo. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen goldenen Mais. Ich kann gerade nur einmal Erdbeeren holen. Büschhase, er ist groß, weich und niedlich. Das braucht jetzt kein Wasser. Na gut. Anja, redet es wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Na gut. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Hey, ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Ja, wie wohl. Das bleibt unter uns, Kindchen. Der Frühling ist eine sehr beschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Er beliebt die Eiersuche schon von klein auf. Ah ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Jo, ein Huhn presst sich das auf den Arsch und wir fressen das. Aber ist lecker. Selbst mit einem Bienenproblem verpasse ich nie statt. Beinproblem, nicht Bienenproblem. Selbst mit meinem Beinproblem verpasse ich nie ein Stadtfest. Teilweise verstecke ich Eier so gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Hahaha, ne? Ich hatte schon, der Bürger ist da, sie hier. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Meinst du das jeder für die noch nicht? Vincent liebt dieses Fest, es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Die Kinder. Besser die beiden Frauen hier. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkunft. Dadurch entsteht ein richtiges gemeinschaftliches Gefühl im Tal. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alles schnappt. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Okay. Schnief, meine Nase, Schnief, Nade, Schnief, Nase, Eierin. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Jo. Es gab mal ein Eierwettwerfen. Mit faulen Eiern. Bürgermeister Luz hat den Schergen gesetzt. Besser ist. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier? Aber warum? Dieses Fest war schon immer Tradition. Traditionen verbinden uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Ihn hier habe ich noch nicht. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten.
Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ich glaube, das haben wir alle, ne? Jo, das Anfangen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Nun denn, sind alle bereit? Lasset die Eiersuche beginnen. Da. So. Da oben am Zaun. Mein Ei. Gehen wir hoch. Ja. So, da hinten noch. Mist. Ist auch ein bisschen wenig Zeit, finde ich, aber egal. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt dieses des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Ja? Abigail. Hier ist dein Preis, Abigail. Viel Spaß. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Okay. Die Erdbeersaat braucht wie lange? Wächst in 8 Tagen heran, kann dann aber mehrmals geerntet werden. Ich glaube, die hebe ich mir für das nächste Jahr auf. Oder ach, was soll's. Dann das und das. So. Und einmal pendeln gehen. Wie sieht's heute aus? Ach, die Soßenkönigin wieder hier. Ja. Kohlsalat. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlbeere vor? Das geht nicht nur dir so. Aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hierfür benötigst du saftigen, frischen Kohl. Vermische ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Ah, so knackig und frisch. Okay. Ach ja, die Geister, wie sind die heute drauf? ein junger Mann aus dem Sternentortal. Willkommen, willkommen. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jeden heute gutes Glück zu bescheren. Dann kriege ich heute mal die Rioden machen. Drei Stück könnte ich, glaube ich, machen. Ich glaube, 25 pro Riode waren das. Ach, hier oben. Nein. Mache jemanden ein Geschenk. Habe ich doch schon.
Ach, Abigail. Ich kann ihr ein Geschenk mal bringen. Sie freut sich sicherlich darüber. Ach, die riecht gerade auch noch. So. Dann noch einmal so ein Hund nach oben. Ups. Hier frisches Wasser für dich. Ach, er hier. Oh, hallo. Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Moment. So. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt, immer gut gesucht. Jetzt schaust dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollten die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen. Da wollen die jungen Leute lieber davor sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Seufzt. Hier, lasst uns reingehen. Was ist das? Vincent und Jess müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar nach noch verwahrloster aus, als ich dachte. Was? Was ist los? Ist es schlecht? Du hast etwas gesehen, hm? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ehrlich. Ich mache mir Sorgen um dich, Marcus. Hörst du, ich gehe nach Hause, ich brauche etwas Mittagessen. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die eine oder andere Ratte zu fangen, wenn du so viel Zeit übrig hast. Okay. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. So, wir schauen mal kurz rein.